Die Motorradweihe habe ich letztes Jahr zum ersten Mal hier veranstaltet. Die Beweggründe waren, dass in der Corona-Zeit keine Veranstaltungen, keine Versammlungen stattfinden dürfen und ich dann die Idee hatte, ein Blessing to go, also ein Segen zum Mitnehmen, anzubieten. Es werden die Motorradfahrer von Westen her kommend die Dorfstraße entlangfahren, an der Kirche vorbeifahren und während des Vorbeifahrens werden sie mit Weihwasser besprengt. Das Segensgebet dazu werde ich ins Internet stellen. Der Sinn dieser Segnung ist, dass die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer aufmerksam sind, sich bewusst werden, dass das Leben fragil ist, bewusst werden, dass sie Verantwortung tragen für andere und für sich selbst und dass sie Freude haben und in dieser Freude Dankbarkeit erfahren dürfen. Ich fahre eine Harley-Davidson Heritage Softail aus dem Jahr 1994, schon etwas ins Alter gekommen, ein sehr ursprüngliches Motorrad, man spürt den Motor, man spürt die Vibrationen. Das Modell gefällt mir sehr gut von der Farbe her. Meine Frau war mitentscheidend, dass ich dieses Modell gekauft habe. Es haben sich dann mit der Zeit einige Veränderungen ergeben. Ich habe einen Getriebedeckel mit dem IHS-Zeichen drauf, das mir geschenkt worden ist und das ein Statement ist, dass ich auch als christlicher Motorradfahrer unterwegs bin. Ja, also diese Jacke ist eine sogenannte Kutte, was in dem Fall sehr gut auch bei mir passt. Sie hat verschiedene Patches drauf. Da ist also das Hawk Patches, das zeigt, dass ich ein Mitglied des Salzburg Chapter von Hawk bin, dass ich als Diakon dort auch eine gewisse seelsorgliche Aufgabe habe. Ich habe ein altes Patch von der Rockgruppe Grateful Dead, die mich schon seit Jugend an begleitet. Hot Stuff ist der Händler, Halle-Händler in Salzburg, der uns unterstützt und auch sponsert. Ja, da habe ich dann noch hier dieses kleine Detail, mit dem ich mit vielen Leuten ins Gespräch komme. Es ist nichts anderes als eine kleine Einkaufstasche, die ich dabei habe. Es gefällt den Kindern immer sehr gut, weil ein Äffchen drauf ist.